Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 4. November, zu einer neuen Folge. Wir haben wieder sehr interessante Neuigkeiten zu Elden Ring, dem Deutschen Entwicklerpreis und vieles mehr. Deshalb bleibt dran, denn das sind die News der letzten Tage. Los geht's heute mit einem Titel, der vor ein paar Monaten endlich ein Sequel bekommen hat, Remnant from the Ashes. Im Juli kam nämlich nach fast 4 Jahren der zweite Teil des Shooter-Rollenspiels. Und rund 4 Monate später steht nun schon das erste DLC für Remnant 2 in den Startlöchern. The Awakened King, so der Name des DLCs, wurde nämlich gestern von Gearbox Publishing und Gunfire Games offiziell bekannt gegeben. Und so lange müssen wir auch gar nicht mal mehr warten. Schon ab dem 14. November kann das DLC nämlich für rund 10 € erworben werden. The Awakened King ist dabei das erste der geplanten 3 DLCs und bringt uns die Geschichte des erwachten, einzig wahren Königs. Dieser wurde korrumpiert und in den Wahnsinn getrieben und verübt nun in der Küstenstadt der Dran seinen Rachefeldzug. Wir müssen also den Mysterien des Königs auf die Schliche kommen. Zum Beispiel auch mit einem der neuen Archetypen. Dieser heißt nämlich Ritualist und kann effektive Statuseffekte bei Gegnern wirken. Ansonsten bringt das DLC natürlich auch zahlreiche neue Waffen, Gegenstände und Bosse mit sich. Das Jahr neigt sich dem Ende und somit steht natürlich noch eine weitere wichtige Auszeichnung in der deutschen Games-Branche an. Der Deutsche Entwicklerpreis 2023 nämlich. Dieser findet wie gewohnt Anfang Dezember statt. Der Preis, welcher von der Entwicklerszene organisiert wird und somit aus einer Fachjury besteht, hat nun auch seine Liste der Nominierten in den 14 Kategorien bekannt gegeben. Dabei hat jede Kategorie 3 Nominierte zur Auswahl. Euch jetzt alle en Detail vorzustellen, würde natürlich den Rahmen sprengen. Daher haben wir euch nicht nur in der Beschreibung einen Link zur Liste gepackt, sondern picken uns auch ein paar Kategorien hier raus. Für den Preis um die beste Grafik kämpfen in diesem Jahr die Siedler Neue Allianzen, Shadow Gambit und Signalis. Letzterer ist ebenfalls auch für die beste Story nominiert und findet sich somit im Duell mit Ad Infinitum und Fall of Porcupine wieder. In Sachen Game Design treten dieses Jahr Chained Echoes, Domekeeper und Everspace 2 gegeneinander an. Und Anwärter für den Ubisoft Newcomer Award sind Misgiven, Tiny Bookshop und Tom the Post Girl. Wir drücken allen Nominierten die Daumen. Während in Remnant 2 das erste große Update in den Startlöchern steht, hat Ubisoft nun den Support für ihren aktuellsten Far Cry-Titel offiziell eingestellt. Somit wird es keine weiteren Updates für Far Cry 6 mehr geben. Das hat der französische Publisher nämlich nun offiziell auf seinem Twitter-Account verlauten lassen. In dem Tweet bedankt man sich erstmal bei seinen Millionen Mitkämpfern für den Support. Und auch wenn man natürlich weiterhin seine Abenteuer in Yara erleben können wird, wird das Team keine neuen Inhalte mehr für Far Cry 6 entwickeln. Wahrscheinlich möchte man sich nun einfach komplett auf die Entwicklung des neuen Ablegers konzentrieren, denn schon im Jahr 2025 soll der Release des Single- und Multiplayer-Teils erfolgen. Im April 2025 soll nämlich der Multiplayer-Part mit dem Codenamen Maverick erscheinen, während das reine Singleplayer-Erlebnis im Herbst desselben Jahres unter dem Namen Blackbird kommen soll. Und nun kommen wir erneut zu einem weiteren DLC, diesmal allerdings zu einem, welches in Sachen Release nach wie vor unbekannt bleibt. Die Rede ist von Elden Ring und das heiß ersehnte erste DLC Shadow of the Erdtree. Denn laut eines aktuellen Finanzberichts der Kadokawa Corporation, also der Muttergesellschaft von FromSoft, schreitet die Entwicklung des DLCs sehr gut voran. Genauer gesagt wird der Entwicklungsprozess als reibungslos bezeichnet. Im Q&A-Bereich wurde nochmal versucht, mehr Details in Erfahrung zu bringen, allerdings vergeblich, denn man lässt sich seitens des Mutterkonzerns einfach nicht in die Karten schauen. So kann man nach wie vor keinen genauen Release datieren, lediglich aber versichern, dass das Team hart daran arbeite und alles gut vorangeht. Also heißt es für uns wohl leider nach wie vor abwarten. Letzte Woche habe ich euch noch von Gerüchten zum neuen Sims-Pack im Dezember erzählt. Dabei stand im Raum, dass das neue Pack den Namen zu vermieten tragen wird und aus uns Vermieter machen wird. Und jetzt haben wir es auch offiziell von EA und Maxis bestätigt bekommen. Am 7. Dezember bringt das neue Pack neue Inhalte für unser Sims-Leben.
Wir können uns in der Nachbarschaft Tomorrang entweder als Eigentümer oder aber als Mieter ausleben. Von Reparaturarbeiten über Verwaltungsangelegenheiten bis hin zur Schaffung einer Gemeinschaft. Wie das genau aussehen wird, haben uns die Verantwortlichen auch direkt mit einem Reveal-Trailer gezeigt. Den Trailer verlinken wir euch natürlich mal unten. Während das Spielejahr 2022 in Sachen Knüller ziemlich mau gewesen war, hat uns das Jahr 2023 extrem viele tolle Titel gebracht. Egal ob ein Final Fantasy 16, Star Wars Jedi Survivor oder auch das neue Zelda. Aber auch ein Lies of P gehört definitiv zu den Top-Spielen des Jahres. Denn das Souls-like im Pinocchio-Kosmos ist einfach ein geiles Spiel geworden. Und dass der Titel auch eine sehr große Fangemeinschaft auf den Plan gerufen hat, zeigen die jüngsten Ankündigungen. Denn in einem neuen Video zu Lies of P hat sich Director G1 Choi nicht nur über den Riesenerfolg des Titels gefreut, sondern auch direkt den Nachfolger offiziell angekündigt. Zwar kann er natürlich noch nicht so ins Detail gehen, aber alleine die Ankündigung einer Fortsetzung dürfte sehr viele von uns erfreuen, oder? Ich bin jedenfalls gespannt. Wer den Brief des Director in Gänze sehen will, der kann gerne den entsprechenden Link in der Beschreibung anklicken. Die Gerüchte um eine baldige Ankündigung in Sachen Release vom Silent Hill 2 Remake nehmen einfach nicht ab. Nachdem jüngst schon Hinweise bei Steam aufgetaucht sind, ist nun der Versandriese Amazon der nächste mögliche Indikator für eine baldige Ankündigung. Denn auf der US-Seite des Versandriesen ist es ab sofort möglich, das Remake vorzubestellen. Also spekulieren Spieler natürlich erneut, dass schon bald endlich das Release-Datum kommuniziert wird. Eventuell ja sogar schon im kommenden Monat bei den Game Awards. Denn das am 7. Dezember von Geoff Keighley moderierte Event ist doch eigentlich der perfekte Rahmen für eine solche Ankündigung, oder? Was denkt ihr? Wann können wir mit der Ankündigung rechnen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Oder aber auch eure Meinung zu den anderen Themen unserer heutigen News, denn wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Heißt, ich verabschiede mich an dieser Stelle und bedanke mich fürs Reinschauen bzw. Reinhören. Ihr könnt natürlich auch noch gerne einen Like auf YouTube dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr keine Newsfolge mehr verpassen wollt, dann lasst auch einfach direkt ein Abo bzw. Follow da. Und wer bei YouTube zuschaut, der kann natürlich auch noch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr bei neuen Uploads nämlich immer direkt Bescheid. Zum Beispiel am kommenden Mittwoch. Da gibt's nämlich die nächste Newsfolge. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.